Das Stadtgespräch mit Jörg van Hofen. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Stadtgespräch. Heute wollen wir uns mal dem Thema Finanzen widmen und da die Geldinstitute in Deutschland natürlich vor großen Herausforderungen stehen. Da gibt es zum einen natürlich die Digitalisierung, das betrifft alle Sparten des Finanzbereichs und überhaupt des Wirtschaftslebens. Aber es kommen natürlich noch andere Fragen hinzu. Der Niedrigzins, da werden die Banken natürlich im Moment ganz besonders gequält. Und es geht natürlich auch um, dass mehr Kapital bei den Banken aufgebracht werden muss, damit sie sozusagen, wenn es so wie vor 10 Jahren zu einer Finanzkrise kommt, dass sie also stabiler dastehen. Und da habe ich mir heute einen Experten eingeladen. Ich freue mich sehr über den Vorstandsvorsitzenden der Münchner Stadtsparkasse. Herzlich willkommen, Ralf Fleischer. Herr Fleischer, das Thema Draghi ist ja sozusagen für Banker mittlerweile so eine Art rotes Tuch geworden. Als normaler Verbraucher, wie würden Sie das erklären, dass Draghi im Moment für die Bankenwelt eine so schwierige Position vertritt? Herr van Hofen, ich glaube, da müssen wir zunächst mal ein bisschen zurückblicken auf den Ursprung der heutigen Situation. Und der liegt im Jahre 2008. 2008 hat es eine große Krise gegeben durch die Pleite der Lehman Bank, die im Zuge der Subprime-Krise erhebliche Probleme bekommen hat, dann insolvent wurde und in der Folge die Märkte massiv erschüttert hat. Warum? Weil es auf einmal einen Vertrauensschwund gegeben hat, nämlich einerseits der Kunden in Richtung der Banken. Sowas waren sie aus früheren Jahren, Jahrzehnten nicht gewohnt. Und zum Zweiten aber auch der Banken untereinander. Das heißt, die Banken hatten auf einmal ein riesiges Problem, was es früher eigentlich nie gab, nämlich sich Liquidität zu beschaffen. Bank funktioniert ja, indem man sich Gelder von den Kunden oder an den Märkten leiht und an die Kunden verleiht. Und es war dann auf einmal unheimlich schwierig, sich Gelder zu leihen, weil die Kunden verunsichert waren und das Geld den Banken nicht anvertrauen wollten und die Märkte ebenso. Und die Einzigen, die da im Grunde genommen so ein bisschen gut durchkamen, waren die Sparkassen, weil die Kunden auf einmal das Vertrauen der Sparkassen schätzten und in die Sparkassen hatten und ihre Einlagen zu den Sparkassen gebracht haben. Das war ein Aspekt, also die ausblutende Liquiditätsversorgung der Institute durch die Märkte und durch die Kunden. Der zweite Aspekt war, dass in diesem Zuge der Finanzmarktkrise die Konjunktur massiv temporär einbrach. Wir hatten, glaube ich, in Deutschland, wenn ich da recht erinnere, in der Folge der Finanzmarktkrise im ersten Jahr ein negatives BIP-Wachstum von 5%. Das hat sich dann in den Folgejahren wieder gebessert. Aber das war natürlich auch etwas, was man in dieser drastischen Entwicklung so nicht kannte. Und dann kam noch ein dritter Aspekt hinzu, etwas zeitlich versetzt. Nämlich, dass die Staaten sich über Gebühr verschuldet hatten, notwendige Strukturreformen nicht angegangen sind und auf einmal neben der Finanzkrise eine Staatsschuldenkrise entstand. Und all das zusammengenommen führte dazu, dass die EZB handeln musste. Sie mussten sicherstellen, dass die Märkte weiterhin mit Liquidität versorgt werden, damit es keine Kreditklemme gab, damit die Konjunktur gestärkt wurde. Und sie mussten auch den Staaten Zeit geben, ihre Reformen anzugehen. Und insofern haben sie damals damit begonnen, die Märkte mit Liquidität zu fluten. Und das war in der Anfangsphase auch eine sehr, sehr richtige Entscheidung. Und man hat ja auch in der Folge gesehen, dass insbesondere die Konjunktur wieder stabilisiert werden konnte und dass man auf den richtigen Weg zurückkam, was ein sehr segensreicher Pfad war. Der Punkt, an dem wir uns heute befinden, ist allerdings schwierig geworden, weil wir mittlerweile 9 Jahre nach der Finanzmarktkrise sind, diese Flutung der Märkte uneingeschränkt weitergeht, ganz im Gegenteil, in den letzten Jahren nochmal ausgeweitet wurde. Und wir jetzt in der Situation leben, dass wir Nullzinsen haben auf der Einlagenseite. Der Sparer bekommt für sein Geld keine Verzinsung mehr, bisher noch nie passiert. Wir haben die Situation, dass natürlich die Kreditnehmer davon profitieren,
die zu extrem niedrigen Konditionen Baufinanzierung, Investitionsdarlehen in Anspruch nehmen können. Aber am Ende ist der Sparer im Moment der Leidtragende dieser Politik. Und im Grunde genommen funktioniert es so, dass momentan ein versuchter Entschuldungsprozess der Staaten zulasten der Bürgerinnen und Bürger stattfindet. Diese Niedrigzinsen, die Sie auch angesprochen haben, inwieweit haben Sie denn das Gefühl, dass das der Wirtschaft, also auch gerade der deutschen Wirtschaft, hilft? Beziehungsweise man denkt ja auch an den Euro und jetzt kommt die Sommerzeit und die Leute wollen reisen. Inwieweit das dadurch dann auch beeinflusst wird durch den Niedrigzins? Es sind verschiedene Aspekte hier zu berücksichtigen. Ein Teil Erfolg hat Draghi errungen, indem ihm nämlich gelungen ist, die Konjunktur in den letzten Jahren zu stabilisieren. Wir haben heute Wachstumsraten in Deutschland, die sich irgendwo in der Prognose zwischen 1,5 und 1,7% bewegen, stabil auch in den letzten Jahren. Es ist ihm auch gelungen, was er ja immer wieder auch formuliert hat, die Inflationsrate auf einen Wert Richtung 2% zu bringen. Auch das ist ihm gelungen. Insofern kann man sagen, diese Punkte sind erledigt. Ein dritter Punkt, den er erreichen wollte, hat er auch erreicht. Das Kreditwachstum, die Vergabe von Krediten durch die Banken ist angesprungen. Erst im letzten Jahr, in den letzten anderthalb Jahren, davor nicht, aber in den letzten anderthalb Jahren ist es insbesondere im Unternehmensbereich passiert. Aber, jetzt kommt das große Aber, es gibt eigentlich zwei Themen, die im Moment überhaupt nicht gelöst sind, im Gegenteil sogar Belastungen darstellen. Der erste Punkt ist, dass natürlich von dieser Finanzmarktkrise sämtliche Finanzdienstleistungsunternehmen massiv betroffen sind. Das gilt für die Kreditinstitute, damit auch für die Sparkasse. Das gilt für die Versicherungsunternehmen und das gilt genauso für die Bausparkassen. Wir alle leiden im Moment unter dieser Niedrigzinspolitik, Negativzinspolitik massiv. Und der zweite Bereich, der nicht gelungen ist, ist, die Staatsschuldenkrise in den Griff zu bekommen. Wir hatten mit Beginn der Finanzmarktkrise, der Staatsschuldenkrise, eine Verschuldung europaweit, die bei knapp 70% des Bruttoinlandsproduktes Europas lag. Griechenland, Spanien, genau. Italien. Wir haben mittlerweile eine, die im Durchschnitt bei annähernd 100% liegt. Und ich glaube, dass das auch einer der wesentlichen Gründe ist, warum Herr Draghi im Moment sich immer noch so wehrt, die Zinsen zu verändern und nach oben anzupassen. Denn wir müssen mal sehen, in Europa zusammengenommen sind die Verbindlichkeiten der Staaten bei 10 Billionen Euro. Also Zahl kann man sich gar nicht vorstellen. Unvorstellbare Zahl. Und wenn jetzt die Zinsen um 2% angenommen mal steigen würden, und dann wären wir ja immer noch auf einem sehr niedrigen Niveau im langjährigen Vergleich, dann würde das bedeuten, dass die Staaten 200 Milliarden Euro pro Jahr mehr an Zinsen bezahlen müssten, als sie das heute tun. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, mit denen viele, insbesondere in den südeuropäischen Ländern, in massive Probleme kämen und wir würden möglicherweise eine neue Problematik damit heraufbeschwören. Und deswegen ist Herr Draghi im Moment sehr, sehr vorsichtig mit Zinserhöhungen. Aber wenn ich mir das jetzt nochmal vorstelle, der normale Sparer, ja, der hat also für sein Girokonto kriegt er kein Geld eigentlich, nicht? Das liegt da rum im Moment. Und dann ist die Inflationsrate bei 2%. Also wir sind sozusagen doppelt in der Klemme. Nicht? Ja. Also weder von dem einen noch, bei dem einen wird es immer teurer und bei dem anderen kriegen wir nichts mehr. Ja, vollkommen richtig. Also vollkommen richtig. Wir haben momentan die Situation, dass wir mit der Inflationsrate, die jetzt in den letzten 12 Monaten deutlich gestiegen ist, in einem Bereich sind, wo die Entwertung des Vermögens stattfindet. So, und wir haben eine Inflation von um die 2% momentan. Die Verzinsung ist bei null. Also verlieren die Bürgerinnen und Bürger Woche für Woche, Monat für Monat Vermögen. Und das ist natürlich etwas, was den Schuldner freut, aber den Gläubiger, den Einleger, den Sparer massiv trifft. Und das ist auch ein Punkt, der natürlich mit Blick auf so Themen wie Altersversorgung massive Auswirkungen für die Menschen in unserem Lande hat. Und das ist für mich so ein Punkt, wo ich immer wieder überrascht bin, dass dieses Thema auch in der Öffentlichkeit, in der Presse so wenig Beachtung findet. Weil hier geht es um große Beträge, die den Menschen am Ende des Tages fehlen werden. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was man viel intensiver bespielen müsste. Ja, also gerade wenn man sich als
als junger Student, sage ich mal, oder Auszubildender eine Altersversorgung aufbauen will, dann wird das ja, im Moment ist es ja relativ hoffnungslos, nicht? Weil man eigentlich gar nicht genau weiß, wo man rein investieren soll. Ja gut, bei den ganz jungen Menschen sind die Perspektiven und Chancen vielleicht noch ein Stück weit besser. Warum? Weil sie natürlich die Möglichkeit haben, in Anlagetitel zu gehen, die auf lange Sicht gesehen immer gute Renditen abgeworfen haben. Mhm. Zum Beispiel Aktien. Ja, wenn Sie sich den Aktienmarkt anschauen, dann ist es immer so, dass man auf kurze bis mittelfristige Zeit am Aktienmarkt auch mal Geld verlieren kann, weil er schwankt, massiv auch teilweise. Aber in der langfristigen Betrachtung war es immer so, dass bei Laufzeiten von mehr als 15 Jahren immer gute Renditen erzielt werden konnten. Also wenn heute ein junger Mensch langfristig Aktiensparpläne macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er damit eine gute Rendite erzielt. Aber all die schon bestehende Versorgungen haben, die in Sparverträgen investiert sind, die in Lebensversicherungen investiert sind, die haben natürlich durch die rückgegangenen Zinsen in den letzten Jahren massive Verluste bei den Fälligkeitsbeträgen. Und das ist sehr, sehr spürbar. Und deswegen glaube ich, dass man dieses Thema auch viel intensiver bespielen muss. Muss Ihrer Meinung nach vielleicht auch so eine Art Umdenken stattfinden? Also wenn man sich Amerika anguckt, da ist ein viel offeneres Verhältnis Aktien und Fonds gegenüber als bei uns in Deutschland. Und dass man eben dann auch mal versucht zu verstehen, wenn man sich die Kurve des DAX anguckt, sagen wir mal seit 1945, dann geht es ja eigentlich immer nach oben. Also dass man da eben auch in der Bevölkerung so ein Umdenken irgendwie anstößt. Ja, in Deutschland gibt es da eine spezielle Kultur zu diesem Thema. Und interessanterweise wird immer das Einzelinvestment betrachtet mit allen Chancen und Risiken sehr stark. Der Sinn und Zweck einer Vermögensanlage in Aktien, insbesondere auf eine so lange Zeit, ist aber, das in monatlichen Teilbeträgen zu machen, also Sparpläne zu haben, sodass ich nicht immer zum höchsten oder zum niedrigsten Zeitpunkt einsteige, sondern Durchschnittswerte habe. Und die bringen in der langfristigen Betrachtung dann entsprechende Renditeentwicklungen. Und deswegen ist es wichtig, viel, viel stärker darauf hinzuweisen und Aktien nicht nur unter der Gefahr eines einmaligen Investments mit einem einmaligen Verlust zu sehen. Da in der Tat kann man zum falschen Zeitpunkt ein schlechtes Geschäft machen. Ja. Wo man zurzeit ein gutes Geschäft macht, und Sie hatten es auch schon so ein bisschen angesprochen, das ist, wenn man sich eine Immobilie kaufen möchte oder ein Haus bauen möchte, dann bieten Sie ja im Moment sehr preisgünstig Geld an. Ja. Wann wird das für Sparkassen gefährlich, dieser Niedrigzins im Moment? Ja, der Niedrigzins insgesamt ist ja über beide Seiten unserer Bilanz zu betrachten. Nämlich auf der einen Seite in der Frage der Gewinnung von Einlagen, die wir dann auf der anderen Bilanzseite als Kredite wieder an unsere Kunden verleihen. Auf der Einlagenseite ist es so, dass wir dadurch, dass wir einen Nullzins haben oder de facto sogar mittlerweile selber Geld bezahlen müssen, wenn wir Gelder bei der Europäischen Zentralbank oder aber auch bei anderen Banken anlegen, dass wir damit zukünftig kein Geld mehr verdienen werden. Ein wesentlicher Ertragsblock der vergangenen Jahrzehnte, nämlich die Einlagen und die Geschäfte mit den Einlagen, werden ab dem Jahre 2019, 18, 19 bei uns im Hause dazu führen, dass wir mit diesem Teil, und das sind immerhin 15 Milliarden Euro, keinerlei Geld mehr verdienen. Im Gegenteil, wenn wir die Kosten für die Bestandsverwaltung noch abrechnen, sogar Verluste damit machen. Da muss man einmal vielleicht auch einschieben, dass das Ihr Hauptgeschäft war über die Jahrzehnte. Das war immer unser Hauptgeschäft, genau. Ja. Insofern bricht da ein ganzer Ertragsblock massiv weg. Auf der Kreditseite ist es so, dass wir, wie Sie richtigerweise sagen, sehr niedrige Zinsen für Baufinanzierung, für Investitionsdarlehen haben, die dazu führen, in der heutigen Zeit ist das ja ein wesentlicher Bereich, mit dem wir noch Geld verdienen, dass sich natürlich alle Banken um diese Kunden ranken und natürlich auch in massivem Wettbewerb zueinander stehen. Also insofern auch die Margenmöglichkeiten, die man dort in diesem Geschäft hat, sehr überschaubar geworden sind. Das heißt, insgesamt auf beiden Seiten der Bilanz haben wir durch diese Negativzinspolitik, Niedrigzinspolitik massive Veränderungen, die sich bei uns im Jahre 2016 mit einem Zinsrückgang um 25 Millionen
dargestellt haben, obwohl wir unser Geschäft ausgeweitet haben. Und daran sehen Sie die Zusammenhänge, die sich da ergeben und auf die wir reagieren müssen. Denn 25 Millionen ist ungefähr ein Fünftel unseres bisherigen Ergebnisses. Und das ist eine markante, signifikante Größe in einem Jahr. Und das wird sich in den nächsten Jahren auch weiter so darstellen. Aufgrund dieser Problematik, die Sie haben, ist es natürlich auch irgendwo nachvollziehbar, wenn Sie, also die einen nennen es Strafzinsen, die Geldinstitute nennen es Verwahrgeld, dass das vielleicht bei Geschäftskonten ist es ja schon der Fall, ich glaube ab 250.000 Euro, wenn man die bei Ihnen auf einem Konto hat, würden dann 0,4% für verlangt. Können Sie die Münchner Bevölkerung, die ja nun fast zu 50% bei Ihnen angelegt ist, beruhigen, dass dieser Strafzins nicht auf die privaten Girokonten und Sparkonten dann auch mal zutrifft? Ja, also wir haben uns ein massives Programm vorgenommen in der Stadtsparkasse München, um diese Ertragsrückgänge, die ich gerade beschrieben habe, von 25 Millionen Euro im letzten Jahr, und das wird in den nächsten Jahren weiter so gehen, zu kompensieren. Zu kompensieren, indem wir einerseits versuchen, mit der Qualität unserer Produkte, unserer Dienstleistung, unserer Beratungsleistung, die Menschen für uns zu überzeugen und zu gewinnen, also mehr Geschäft zu machen. Und zum Zweiten, indem wir aber auch massive Kosteneinsparungen vornehmen müssen. Denn Sie können sich vorstellen, 25 Millionen weniger Ergebnis müssen kompensiert werden. Das werden wir nicht in voller Höhe hinbekommen, aber wir müssen alles tun, diesen Schmerz ein Stück weit abzumildern. Und deswegen wird es in den nächsten Jahren massive Kosteneinsparungen auch geben. Wir werden bis 2019 unsere Personalausstattung um über 200 Mitarbeiter reduzieren. Das ist auch mit den Mitarbeitern so kommuniziert. Wir haben den großen Vorteil, und da legen wir sehr viel Wert drauf als Sparkasse, als öffentlich-rechtliches Institut, dass wir das nicht über Kündigungen machen, sondern dass wir das über die natürliche Fluktuation machen und über Altersteilzeitprogramme machen. Aber es ist erforderlich. So, und auf der Kostenseite, Sachkostenseite, werden wir auch erhebliche Einsparungen vornehmen müssen. Da hilft uns im Übrigen aber auch die Digitalisierung, sodass wir dahin kommen können, schlankere Prozesse zu machen, die Abwicklung zu vereinfachen unter Nutzung der technischen Möglichkeiten. Und das führt dann dazu, dass wir trotz weniger Mitarbeiter den einzelnen Mitarbeiter in der Zukunft nicht stärker belasten müssen, sondern dass wir über veränderte und bessere technische Abwicklungen unsere Mitarbeiter dann auch entlasten, sodass wir dieses Mehrgeschäft auch mit weniger Mitarbeitern schultern können. Über die Mitarbeiter und wie sich das dann gestaltet, auch in Bezug auf die Filialen, die ja vielleicht nicht mehr ganz so verbreitet in unserer Stadt dann zu finden sein werden. Darüber möchte ich gleich mit Ihnen sprechen. Aber was natürlich auch, und Sie haben es ja eben auch gerade angesprochen, für uns auch interessant ist, wie ist eigentlich denn der Wettbewerb in München? Der ist ja natürlich auch unter den Banken wahrscheinlich sehr spannend, und darüber wollen wir gleich sprechen. Ja, ich unterhalte mich mit dem Vorstandsvorsitzenden Ralf Fleischer von der Münchner Stadtsparkasse über aktuelle Herausforderungen für das Bankensystem in Deutschland. Aber wenn wir es mal fokussieren auf das Münchner System hier, wo es natürlich eine hohe Konkurrenz gibt unter den verschiedensten Banken, wo Sie, ich glaube, das größte Filialnetz haben von allen. Und wie Sie ja eben gesagt haben, Sie wollen eben keine Strafzinsen für den normalen Sparer erheben. Wo sind die größten Wettbewerbssituationen, und wo müssen Sie besonders aufpassen, dass andere Banken Ihnen das Geschäft nicht wegnehmen? Der Marktführer muss zwangsläufig damit leben, dass alle versuchen, ihm Geschäft zu nehmen. Das ist so. Wir sind Marktführer im Privatkundenbereich und wir sind Marktführer auch im Firmenkundengeschäft. Und insofern versuchen natürlich alle an diesem Kuchen zu knabbern. Wir versuchen uns dagegen zu wehren, indem wir eine sehr faire, transparente Beratungsleistung anbieten, indem wir versuchen, nah an den Menschen zu sein. Weil ich glaube, wir sprechen immer viel von Kunden. Hinter jedem Kunden versteckt sich eigentlich der Mensch, und der ist viel wichtiger als der Kunde.
Also sehr nah an den Menschen dran zu sein und ihnen dieses Gefühl vermitteln, gut bei uns behandelt und betreut zu werden. Das ist, glaube ich, ein ganz zentrales Anliegen und für mich ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Weil wir sind Dienstleister, wir verstehen uns als solche, das ist meine Überzeugung. Und deswegen müssen wir nah an den Menschen sein, wir müssen ihre Bedürfnisse erkennen, wir müssen ihnen auf ihre Bedürfnisse gute und faire Produkte anbieten. Und ich glaube, dass uns das sehr gut gelingt. Denn ansonsten würden wir nicht über eine so lange Zeit schon Marktführer hier in München sein. Und wir haben im vergangenen Jahr unser Filialnetz komplett neu ausgerichtet, indem wir in 8 Standorten in München sogenannte Beratungscenter eröffnet haben, in denen im Grunde genommen die gesamte Leistungspalette unseres Hauses vorgehalten wird. Das heißt, das sind im Grunde genommen 8 kleine Sparkassen vor Ort, wo die Kunden sämtliche Finanzfragen mit den Beraterinnen und Beratern unseres Hauses klären können. Egal, ob es sich um eine Geldanlage handelt, ob es sich um Versicherungsgeschäft handelt, ob es sich um eine Immobilienfinanzierung handelt, um Bauspargeschäft, Wertpapiergeschäft. Sie können alle Leistungen dort in diesen Stützpunkten, in diesen Beratungszentren empfangen. Und das wird von den Kunden extrem gut angenommen. Und wir haben in den letzten 3 Jahren wirklich erfreuliche Zuwachsraten in allen Produktfeldern, mit denen wir sehr glücklich sind. Und das zeigt uns, dass die Kunden das annehmen, dass sie zufrieden sind mit unserer Leistung und dass sie deswegen uns auch immer wieder fragen und einbinden. Und deswegen ist uns vor der Konkurrenz nicht bange. Sie haben ja noch eine ganz andere Konkurrenz jetzt auch bekommen, ja, so wie alle anderen Banken natürlich auch, die traditionellen Banken und Sparkassen, nämlich durch das Internet. Also da ist natürlich eine völlig neue, ich sag mal, Spielwiese entstanden, die auch besonders von jungen Leuten sehr gerne benutzt wird. Ist das nicht aber dann doch irgendwo eine Gefahr für die Alteingesessenen, wenn sie nicht aufpassen, dass sie dann mitspielen, sage ich mal, in Anführungszeichen? Ja, da bin ich vollkommen bei Ihnen. Und wenn wir mal 3 Jahre zurückblicken, also diese Fintech-Szene zur Entstehung kam, dann war es in der Tat so, dass es große Fragezeichen gab, wie wird das mit den Banken zusammenpassen und wird es nicht möglicherweise einen Wettlauf um Kunden geben. Das, was wir jetzt einige Jahre später feststellen, geht eigentlich in eine andere Richtung. Wir haben als Bank die Kunden. Die Fintechs haben in der Regel gute Ideen und gute Weiterentwicklungsideen vor allen Dingen. Und wir kommen eigentlich viel stärker mittlerweile dahin, dass wir enge Kooperationen mit derartigen Partnern eingehen, weil sie in ihrer Struktur natürlich sehr viel schneller, effizienter arbeiten in der Entwicklung von Neuerungen, als wir das als traditionelle Bank mit einem umfassenden Leistungspaket jemals könnten. Sie spezialisieren sich ja auf ein Thema und sind da sehr schnell. Und wir haben jetzt mittlerweile einige Kooperationen mit derartigen Fintech-Unternehmen gestartet, die eine Erleichterung für uns bringen, aber auch für die Kunden bringen. Und das ist ja das, was der Kunde möchte. Er möchte ja ein leichtes Produkt haben, eins, was er leicht anwenden kann, wo er sich schnell zurechtfindet. Und da helfen uns diese Fintechs. Also insofern würde ich gar nicht so sehr von einer Konkurrenzsituation sprechen. Die mag es hier und da geben. In der Breite sehe ich eher eine Ergänzung. Und das wird eigentlich auch der strategische Ansatz sein, den wir für die Zukunft erfahren. Man sieht ja jetzt überall, dass es diese Apps gibt. Die haben sie ja auch entwickelt. Mhm. Und da ist es natürlich, ich sage mal, für die ältere Generation erstmal so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, mit sowas umzugehen. Wenn aber jetzt jemand Interesse hat, das zu lernen, wie geht man denn davor bei einer Bank? Also man kann sich das natürlich runterladen, dann hat man das App erstmal da. Mhm. Aber das zu verstehen, das ist ja dann doch immer ein Weg. Sind Sie da hilfreich? Ja, absolut, weil das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Die Sparkassen-App, die es heute sowohl für iOS als auch für Android, also für Apple und für Android gibt, ist im Übrigen die meistverkaufte Finanz-App Deutschlands. Und diese App bedarf natürlich auch einiger Erläuterungen. So im Normalfall ist es so, dass unsere Kundenberaterinnen und Berater vor Ort den Kunden das erklären können. Wir sind jetzt aber auch mittlerweile in der Überlegung, ob wir nicht für gewisse Zielgruppen, und da sprechen wir natürlich überwiegend auch über ältere Menschen, die technisch nicht so versiert sind, wie es vielleicht die Kinder heute sind, ja, wie wir denen Hilfestellung geben können. Also wir denken momentan darüber nach, ob wir nicht zentrale Schulungsdienstleistungen
nicht nur zu unseren Apps, sondern vielleicht auch zu anderen Apps geben können, um damit die Menschen abzuholen und ihnen Hilfestellung zu geben. Ich glaube, das wäre ein riesiges Ding. Also ja. Da würden bestimmt viele Leute dran interessiert. Ja. Denn wenn man es dann einmal sozusagen verinnerlicht hat, wie es geht, ist es ja eine ungeheure Erleichterung. Ja. Nicht? Das sind ja ganz viele Dienstleistungen, zu denen man sonst in die Filiale hineingehen musste. Ja. Genau. Wenn Sie aber nochmal an Ihre Filialen denken und sich dann nochmal die Digitalisierung vor Augen führen, glauben Sie, dass das zukunftsfähig ist, dieses große Filialnetz, so wie Sie es jetzt haben, wenn Sie mal so 2-3 Jahre weiterdenken und sich die Digitalisierung auch weiterentwickelt? Also eine wichtige Frage, glaube ich, in dem Zusammenhang ist ja, wer entscheidet eigentlich darüber, wie das Filialnetz der Zukunft aussieht? Mhm. Und das entscheidet nicht der Vorstand einer Sparkasse oder der Verwaltungsrat einer Sparkasse oder eines Kreditinstitutes, sondern das entscheidet am Ende des Tages der Verbraucher, der Kunde, der Mensch. Nämlich in der Frage, wie intensiv nutzt er diese Filiale? Mhm. Und Sie haben es richtigerweise beschrieben, wir erkennen ja heute schon, dass ein Großteil, insbesondere der jüngeren Menschen, aber auch der älteren, immer weniger in die Filiale kommen, weil sie einen Großteil ihrer Themen, die sie zu erledigen haben, über das Handy, über das iPad, über das Tablet machen. Und das wird anhalten. Dieser Trend wird weitergehen. Und die Kunst für uns wird darin bestehen, diese beiden Kanäle gleichermaßen zu bespielen. Also einerseits den Kunden, die auf diesem Wege mit uns arbeiten wollen, die Angebote zu geben, dass sie das können. Und zwar von Servicefragen, Adressänderungen, Freistellungsauftrag etc. bis hin zu Produktfragen, Abschlussfragen. Aber auf der anderen Seite genauso den Kunden, Kundinnen und Kunden zur Verfügung zu stehen, die das persönliche Beratungsgespräch brauchen. Wenn ich da einmal rein, denn das ist ja, glaube ich, der Schlüssel. Also in dem Moment, wo es sich um mehr Geld handelt, wo es darum geht, einen vertrauten Menschen vor sich zu haben, der einen berät für größere Anlagen, dann glaube ich, sind die Banken untereinander in Konkurrenz und dann geht es darum, zu wem habe ich mein größtes Vertrauen? Das war ja für uns der Grund in der Anpassung, die wir vorgenommen haben im vergangenen Jahr, zu sagen, der Kunde braucht für die wichtigeren Finanzthemen weiterhin den persönlichen Ansprechpartner. Ja. Er braucht das Vertrauen. Ja? Kredit kommt ja von credere, lateinisch, Vertrauen. Und das spiegelt sich in der persönlichen Kundenbeziehung wieder. Und ich werde mich immer dann, wenn es für mich um wesentliche und wichtige Fragestellungen geht, zum Beispiel, wenn ich eine wichtige Geldanlage tätige oder wenn ich mir eine größere Immobilie zulegen will, was ich vielleicht einmal oder zweimal im Leben mache, werde ich mir immer den persönlichen Berater suchen, weil der mir Orientierung geben kann. Denn wir müssen ja mal sehen, das Internet hat ja neben vielen Vorteilen auch viele Nachteile, nämlich eine unermessliche Informationsflut, mit dem ein Kunde, ein Mensch heute nur schwer umgehen kann. Und er braucht Orientierung wiederum. Und die kriegt er bei dem Kundenberater, bei der Kundenberaterin. Und deswegen wird der Mensch in der Zukunft bei wichtigen Themenstellungen weiterhin die Beratungsleistung vor Ort in der Filiale in Anspruch nehmen. Und deswegen richten wir uns auch darauf genau aus. Es ist ein Unterschied, ob ich mir im Internet einen Kühlschrank bestelle oder eine wichtige Finanzangelegenheit regle. Der Kühlschrank ist in dem Moment wichtig für mich, aber er ist nicht lebensentscheidend. Eine falsche Finanzentscheidung kann massive Auswirkungen auf mein weiteres Leben haben. Und da werde ich mich nicht alleine auf eine Maschine verlassen. Wenn ich jetzt bei dem Bankberater bin und er mir einen, sagen wir mal, einen Fonds empfiehlt, das ist klar, dann bekommt die Bank dafür eine Provision. Bekommt die Bank auch, oder konkret gefragt, die Sparkasse auch Provision von dem Fonds, den sie empfiehlt? Wir bekommen eine Provision für das Geschäft, was wir vermitteln, genau, die aber mittlerweile ja aufgrund der doch auch sehr deutlichen Rechtsprechung dem Kunden transparent gemacht werden muss. Also wenn wir die heute erhalten, müssen wir über die Beratungsprotokolle eine entsprechende Aufklärung für den Kunden betreiben. Und das ist im Grunde genommen der Gegenwert für die Beratungsleistung, die wir ihm vermittelt haben.
aber in einem sehr offenen und transparenten Verfahren. Also der Kunde weiß dann, wenn der Fonds genau. X verkauft wird, dass die Bank da ein Beratungsgeld für bekommt. Ja. Ja. Sie haben ja bei Focus Money, da sind Sie als fairstes Girokonto ausgezeichnet worden. Ich meine, das ist natürlich auch was, wo sich die Kunden dran orientieren. Also die lesen natürlich gerne, von einer neutralen Seite her, eine solche Bewertung. Warum haben Sie diese Auszeichnung bekommen? Wir haben im Focus Money ja einen Vergleich gehabt in 20 Städten deutschlandweit, wo vor Ort die jeweiligen Banken mit ihrem Girokonto verglichen wurden in der Frage Preis zu Leistung. Und was uns sehr gefreut hat, ist, dass wir hier in München Platz 1 belegt haben. Im Übrigen mit deutlichem Abstand vor dem Zweitplatzierten. Wir hatten, glaube ich, 72 Punkte als Erstplatzierter. Der Zweitplatzierte lag bei 57 Punkten, also mit deutlichem Abstand dahinter. Und das freut uns und macht uns stolz, weil wir damit natürlich auch zeigen können, dass bei uns Preis und Leistung in einem guten Verhältnis auch für die Kundinnen und Kunden stehen. Wir haben ein ausgesprochen und mit Abstand das größte Filialnetz in München. Wir haben hervorragende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden eingehen. Wir haben Geldautomaten. Jeder von uns, der Kunde bei uns ist, weiß das, wo er nicht nur in München kostenfrei abheben kann, sondern deutschlandweit kostenfrei abheben kann an mehr als 20.000 Geldautomaten. Insofern erkennt man daran, dass Preis und Leistung in einem sehr, sehr guten Verhältnis zueinander stehen. Das macht uns stolz, weil wir damit dokumentieren und zeigen, auch den Kunden zeigen, dass wir nicht nur an uns, sondern auch an die Kunden denken. Und der zweite Aspekt, der uns stolz macht, ist, dass das ja nicht die einzige Auszeichnung ist. Wir haben darüber hinaus zum Beispiel aktuell von Stiftung Warentest in der Baufinanzierungsberatung ein Gut erhalten. Damit gehören wir nur zu 5 Instituten, die deutschlandweit getestet wurden, die diese Note bekommen haben, Qualität der Baufinanzierungsberatung. Wir haben von der Welt ebenso jetzt gerade frisch die beste Beratung bayernweit im Firmen- und im Privatkundengeschäft bekommen und in Private Banking in München Platz 1 vor unseren Privatbankkollegen, die ja klassischerweise in diesem Themengebiet immer sehr, sehr stark unterwegs waren. Also das macht uns alles sehr stolz und zeigt, dass wir eine sehr, sehr gute Beratung anbieten, eine sehr, sehr hohe Qualität auch anbieten und das alles im Verhältnis zu den Preisen in einem sehr, sehr guten Verhältnis steht. Wir hatten ganz anfangs darüber gesprochen, dass es ja diese Finanzkrise gab und da wird ja aus Brüssel wird ja gefordert, dass die Banken sich also so weit kapitalisieren, dass man also, falls es wieder zu einer Bankenkrise käme, also mit sehr viel mehr Geld ausgestattet sind, als noch vor 10 Jahren der Fall war. Ja. Also so als Beruhigung für den, der jetzt bei Ihnen sozusagen sein Geld aufhebt, haben Sie das Gefühl, Sie sind jetzt ausreichend kapitalisiert für den Fall, den wir vor 10 Jahren hatten? Ja, also zum einen muss ich ja sofort sagen, dass wir ja vor 10 Jahren bei der ersten Finanzkrise 2008 keinerlei Probleme als Stadtsparkasse München hatten. Ja, wir hatten keinerlei Probleme, haben in diese Geschäfte, die damals zu der Finanzmarktkrise führten, nicht investiert gehabt. Und das hat uns in den Folgejahren ja ganz entspannt auch mit diesem Thema umgehen lassen. Jetzt müssen wir sehen, dass seit 2008 bis 2019 die Kapitalanforderung an uns sich verdoppelt hat. Wir mussten damals ein Eigenkapital aufsichtsrechtlich vorhalten von guten 800 Millionen. Wir werden 2019 eins vorhalten müssen von 1,6 Milliarden in etwa. Obwohl wir keine Probleme damals in der Finanzmarktkrise hatten. Weil die einfach sagen, das müssen alle Banken. Müssen alle erfüllen, ja. Und zwar gleichermaßen. Ja. Und obwohl wir auch unsere Geschäftspolitik nicht verändert haben. Ja? Wir als Stadtsparkasse München sind weiterhin Hort der Stabilität. Wir machen die Geschäfte, die wir verstehen, die wir durchschauen können, was damals ja viele nicht getan haben und deswegen in Probleme kamen. Und wir machen die Geschäfte vor Ort, indem wir nämlich von unseren Kunden die Einlagen an die anderen Kunden auf der Kreditseite verleihen. Und das werden wir auch nicht ändern und deswegen sind wir ein Hort der Stabilität? Wir machen uns da keinerlei Sorgen. Was uns ein Stück weit Sorgen macht, ist, dass die Aufsicht immer mehr darüber nachdenkt,
welche Verschärfungen in der Unterlegung von mit Eigenkapital greifen. Also Beispiel, wird momentan über Basel IV nachgedacht. Basel IV heißt, man denkt darüber nach, die prozentualen Anteile, mit denen ich einen Kredit mit Eigenkapital unterlegen muss, zu erhöhen. Und damit bauen Sie zwar Eigenkapital auf, aber Sie können es dann im Kreditgeschäft, im Risikogeschäft nicht einsetzen, weil sich auch die entsprechenden Quoten erhöht haben der Unterlegung. Müssen Sie dann dafür Strafzinsen zahlen? So, nein. Aber das ist natürlich etwas, was dann möglicherweise uns in der Kreditvergabe ein Stück weit einschränkt. Und deswegen sind wir auch in der Gruppe natürlich daran interessiert. Und das läuft auch über den DSGV und die Regionalverbände sehr, sehr intensiv, zu sagen, es darf durch Basel IV nicht dazu kommen, dass eine Verschärfung der Eigenkapitalunterlegungsanforderungen stattfindet, weil das möglicherweise Kreditvergabeeinschränkungen zur Folge haben könnte. Da arbeiten wir jetzt dran. Daran würden die Unternehmen dann leiden. Da würden nicht? Dann am meisten die Unternehmen darunter leiden. Ja, ja klar. Wenn Sie jetzt mal so einen Ausblick noch mal kurz schildern sollten, so was sind so die Ziele, also auch gerade ja der Münchner Stadtsparkasse, wie können sich jetzt sozusagen Ihre Kunden, auf was müssen Sie sich einstellen? Also zum einen ist es unser strategischer Ansatz, weiterhin die Qualität unserer Beratung auf hohem Niveau zu halten, hier und da vielleicht sogar noch weiter zu verbessern, denn natürlich gibt es noch Optimierungsmöglichkeiten. Wir machen einen sehr, sehr guten Job. Aber es gibt Dinge, die man an der einen oder anderen Stelle noch weiter optimieren kann. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir in den nächsten Jahren auch massiv daran arbeiten, unsere Effizienz zu steigern, also Prozesse zu verschlanken, schneller zu werden, einfacher zu werden und damit auch für den Kunden einfacher zu werden. Mhm. Und beides zusammengenommen wird dazu führen, dass wir in unserer Langfristprognose, Mittelfristprognose, die wir im Moment anstellen, die über 5 Jahre immer geht, in der Zukunft auch sehr stabil bleiben. Obwohl wir diese großen Herausforderungen haben, die uns auch belasten werden, die unser Ergebnis belasten werden, die uns dazu zwingen werden, uns zu verändern, auch persönlich zu verändern. Aber wir werden mit den Maßnahmen, die wir schon ergriffen haben und die wir in den nächsten Jahren noch ergreifen werden, ein sehr, sehr stabiles und gut aufgestelltes Institut bleiben. Und das ist, glaube ich, für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt München eine ganz, ganz wichtige Botschaft, dass sie sich auf die Stadtsparkasse verlassen können und in ihr einen soliden Finanzpartner an ihrer Seite haben. Kann der solide Finanzberater mir sagen, wo das mit den Zinsen denn in Zukunft hingehen wird? Also wir wissen ja, wir gucken immer so ein bisschen auch nach Amerika. Ja. Da wird sich jetzt die Fed am 15. März treffen. Und wenn man dem Herrn Trump zuhört, dann sollten die Zinsen ja nach oben gehen. Welche Auswirkungen hätte das auf Deutschland? Was ist Ihre Prognose für die Zinsen? Also ich glaube nach wie vor, dass wir keine dramatische Veränderung der Zinsen im kurzfristigen Bereich haben werden. Natürlich, je nachdem, wie die Fed sich jetzt in diesem Jahr verhält, es ist ja nicht nur eine für März angekündigt, sondern noch weitere im Jahre 2017, wird irgendwann auch die EZB reagieren müssen, um Kapitalveränderungen, Veränderungen der Kapitalströme zu vermeiden. Das glaube ich schon, aber ich glaube nicht vor dem Hintergrund der großen Probleme der Staatsschulden, dass es zu gravierenden Veränderungen kommen wird. Im langfristigen Bereich, also sprich bei den 10-jährigen Papieren zum Beispiel, haben wir ja schon eine leichte Erhöhung jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten verspürt. Da könnte es sein, dass es weitere Veränderungen geben wird, in dem Moment, wo die EZB die Anleihekäufe zurückschraubt. Das wird Auswirkungen auf die langfristigen Zinsen haben. In welchem Umfang, das ist schwer prognostizierbar. Und wenn wir das könnten, dann wäre es viel einfacher. Dann wäre die gesamte Bevölkerung von München super wohlhabend. Genau. Also wenn jetzt jemand sagt, also ich bin schon ein bisschen risikofreudig, dann würden Sie ihn schon mal mit ihm diskutieren, über Aktien nachzudenken und das Thema ist wahrscheinlich im Moment das zielführendste. Also Sie haben ein Thema angesprochen, was ganz wichtig ist, die Frage, wie risikobereit bin ich in meinen Anlagen? Die zweite Frage ist, wie viel Liquidität brauche ich in den nächsten 1-2 Jahren, um vielleicht wichtige Investitionen, die vor mir stehen, neues Auto, neue Einrichtung, finanzieren zu können?
Und davon abhängig ist dann nachher die Aufsplittung meines Vermögens in verschiedene Anlageformen. Und man kann sicherlich sagen, dass zum jetzigen Zeitpunkt die Aktie, wenn ich langfristig auf die Gelder verzichten kann, eine gute Alternative ist. Es gibt aber auch viele Mischfonds, wo Aktienanteile, Rentenanteile miteinander kombiniert werden, die in den letzten Jahren auch gute Renditen abgeworfen haben im Vergleich zu der Nullzinspolitik. Also 1-2% kann man da durchaus auch realisieren. Wenn jemand ganz langfristig angelegt ist, Immobilien, nach wie vor, großes Thema, auch in München, wichtiges teuer. Thema. Teuer, aber immer in der langfristigen Perspektive eine gute Anlagealternative. Herr Fleischer, an dieser Stelle ganz herzlichen Dank, dass wir einmal in dieses sehr spannende Finanzgebilde hineingucken konnten. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke ich für Ihr Interesse. Vielen Dank. Danke sehr. Das war das Stadtgespräch mit Jörg van Hoofen.